und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Loopingwahn. Wir fahren heute zum Karls-Erlebnisdorf in Elztal. Dort steht nämlich die K2-Achterbahn. Zwar nur eine Achterbahn, aber immerhin ein Credit, den wir noch nicht haben und den wir dringend brauchen. Die Achterbahn fährt übrigens 60 km/h, also es wird lustig. Aber da wird eine mega Schlange sein. Für diejenigen von euch, die Karls Erdbeerdorf, wie es mittlerweile heißt, nicht kennen, das ist eine Mischung aus so einem Hofladen für Erdbeeren und anderen Krams und allen möglichen Krams aus Erdbeeren. Auch Restaurants gibt es hier natürlich, Abenteuerspielplatz, aber eben auch Freizeitparkanteil, Achterbahnen, kleine Wildwasserbahnen, Einzeldinger, die man auch aus anderen Parks natürlich kennt. Und man kann natürlich auch dabei zuschauen, wie Marmelade gekocht wird und vieles andere, Bonbons hergestellt werden, also eine Manufaktur, in der man, die man reinschauen kann. Der Eintritt ist frei, die Attraktion kostet aber einzelne Preise, so von 2 bis 5 Euro in dem Dreh. Da gibt aber auch Tagesticket für 12 Euro beziehungsweise Jahresticket für 33 Euro. Wir haben das Jahresticket genommen. So, wir sind eben die K2 gefahren. K2 in dem Fall steht nicht für den Berg, sondern für die beiden Karls von Karls Erdbeerhof, nämlich Karl-Heinz und Karl, Vater und Großvater vom Betreiber. Die Bahn ist 24 Meter hoch, glaube ich, und bis zu 60 km/h schnell. Fährt sich also nicht wie ein Kiddie-Coaster, sondern eher wie eine Familienachterbahn. Ist dabei auf jeden Fall wesentlich spektakulärer als die Cobra des Amun-Ra aus dem Belantis. Preis wäre 4,50 oder aber mit Jahresticket so oft wie man möchte, für, naja, umsonst ist es natürlich nicht, aber dann so oft wie man möchte zur Flatrate. Das Besondere an der K2 ist auf jeden Fall der schöne Eingangsbereich. Also der ist im Stil einer Kartoffel-Chip-Manufaktur gehalten. Und was auch sehr, sehr schön ist, es gibt am Anfang einen Dark Ride-Anteil. Und dieser Dark Ride-Anteil ist sehr, sehr schön gemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da durchzufahren. Sehr viel Getrickse mit Schatten und mit Projektion. Auf jeden Fall mal anschauen. Zu den Corona-Maßnahmen hier im Park. Das Übliche. Also Schlangen sind Aufkleber auf dem Boden, man muss Abstände einhalten. Die Aufkleber sind manchmal in Form von Strichen, aber manchmal auch in Form von Erdbeeren natürlich, weil es ja als Erdbeerdorf ist. Und die Wagen sind teilweise nicht ganz belegt. Da die Wagen allerdings hier alle nicht so groß sind, fällt das nicht so weiter auf. Was ist noch? Ja, in Innenräumen natürlich Masken tragen, Maskenpflicht. Desinfektion. Flaschen stehen rum, aber ich habe sie noch nicht im Einsatz gesehen, wenn ich ehrlich sein muss. Aber eigentlich wie in jedem anderen Park auch. So, das war's für uns heute im Karls Erdbeer Erlebnisdorf oder Karls Erlebnisdorf eigentlich in Elztal. War ein schöner Tag, sehr viel Sonne, wir waren viel zu warm angezogen, gab teilweise sehr lange Wartezeiten in der K2 bis zu einer Stunde. Ganz am Ende hatten wir noch mal Glück, da war gerade nämlich geschlossen worden und dann war die Wartezeit nur eine halbe Stunde. Das Resultat des Tages ist, die Kinder hatten 2 Tagestickets für 33 Euro bekommen, teilweise natürlich auch selbst bezahlt, weil sie es auch wollten, was sehr schön ist. Sie haben die Preise direkt am ersten Tag wieder raus, und zwar massiv. Also sie haben die Eintrittspreise zusammengerechnet von allen Attraktionen, die sie so gefahren sind, und statt den 33 Euro, die das Jahresticket kostet,
haben wir mindestens 41, wenn nicht sogar 44 Euro, also Attraktion im Wert von 44 Euro eingelöst. Alles in allem ein Gewinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Looping One.